Ja, hallo zusammen. Wir starten wieder durch mit weiteren Online-Weinproben. Freut mich sehr, dass Evangelos Pallas wieder parat steht. Nochmal zwei weiteren Online-Weinproben, wo wir jetzt noch in der Vorweihnachtszeit zeigen werden. Ja, wir starten jetzt mit drei neuen Weine, wo wir jetzt im Sommer noch nicht besprochen haben. Und zwar zum einen unseren neuen Rotwein, unseren GT vom Jahrgang 2018, unser Lemberger Syrah Cuvée und der 2019er Riesling Essenz, eine Trockenbeerenauslese. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und jetzt legen wir auch gleich los. So, ja, wir haben jetzt unseren 2018er GT, unseren Rotwein im Glas. Ein ganz neuer Wein, wo wir jetzt zum ersten Mal so abgefüllt haben. Ja, Evangelos, du hast ihn probiert, ich habe nichts dazu gesagt. Ja, ich sage auch nichts. Ich sage schon ein paar Worte. Ich werde versuchen, den Wein ein bisschen zu beschreiben, dass ihr wissen, auch von meiner Seite, wie er rief, wie er schmeckt. Aber Rebsorte bleibt geheim, das war unsere Abmachung und eine schöne Überraschung, glaube ich, gell? Ja. Oder? Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist zu 100% eine Rebsorte, was da dahinter steckt. Und in der Lage, wo er gewachsen ist, stehen wir jetzt auch gerade, sind alles Trauben aus, ganze Trauben. Also normalerweise wird der Rotwein, bevor die Maischegärung startet, abgebeert. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben die Traube direkt so, von Hand geerntet in die Bütte rein. Und dann sind sie so ganz vorsichtig quasi eingestampft worden. Und mit der Rabe, wie es auch im Burgund jetzt beim Spätburgunder teilweise gemacht wird, mit der Rabe vergoren, dass man einfach auch eine sehr schöne, interessante Struktur kriegt. Ja, wie hast du das empfunden? Ja, genau so. Also das ist so, wenn man Gasraubepressung macht, man spürt auch die Kraft und die Fülle der Weine besser. Auch diese feine Tanninstruktur, die Happen, da kommen wir noch dazu. Und gibt diesem Wein sicherlich eine sehr spannende, unerwartete Ausgang. Deshalb, es ist schon was Besonderes hier, was wir haben in der Flasche. Und es ist sehr gut gelungen, finde ich. Ja. Ja. Freut mich. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt den Wein alle schon mal eingeschenkt daheim und schwenkt den mal so ein bisschen. Der Evangelos wird jetzt auch gleich ein bisschen euch sagen, was man hier alles so schmecken kann. Aber jetzt nochmal zu dem Ausbau, sage ich mal, mit ganzen Trauben und auch quasi mit der Stiele, was ja schon ein bisschen ungewohnt ist. Da denkt man ja gleich, wenn die Stiele dabei sind, wird er sicher bitter. Aber man lässt natürlich nicht ganz so lang auf der Beere Haut wie jetzt ohne Stiele. Aber man kriegt eine ganz andere Art, sage ich mal, von der Struktur auf dem Gaumen. Und es bringt auch einfach was sehr Fruchtiges, was Erfrischendes und ich finde auch was sehr Langes, Durchgängiges auf dem Gaumen. Oder wie empfindest du das? Ja, aber genau so. Also diese Beerigkeit, diese Fruchtigkeit ist also extrem. Also wenn man diese Wein aufmacht, man explodiert so eine Beerenkorb die Nase entgegen. Also viel Himbeer, Erdbeeren, Cassis. Aber ganz typisch für diese Rebsorte, ein bisschen Pfeffer und Mandel ist dabei. Verrät ein bisschen die Rebsorte, aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat natürlich mit der Maische auch zu tun. Wir haben hier eine sehr strahlende Farbe in der Nase, unglaublich aromatisch. Wir haben Süßkirschen, Kirsche, Sauerkirsche, Pfeffer, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Hauchkakao. Also es ist unglaublich sehr fruchtig und sehr animierend, sehr verführerisch, finde ich, in der Nase. Mhm. Ja. Also ganz, ganz, ganz toll. Ja. Also ich probiere den am Gaumen, dann, dass ihr auch ein bisschen empfinden könnt, was ich auch tue. Ja, am Gaumen bleibt ja genau so spannend. Ein Wein, ich würde sagen, sehr zugänglich. Ein Wein, den man gut trinken kann, Tag für Tag. Ein Wein, der richtig Spaß macht. Ich persönlich würde den nicht zu warm einschenken. Also ich würde gerne euch empfehlen, alle zwischen 14 Grad, 16 Grad maximal. Dazwischen wäre sehr schön. Und am Gaumen bleibt der so mit einem schönen Druck, hat dann eine sehr schöne Saftigkeit. Das macht auch Spaß. Man hat auch Lust auf den zweiten Glas. Mhm. Finde ich eine schöne Säure, eine animierte Säure, sehr positiv, gut angebunden. Wir haben auch eine sehr schöne Fruchtigkeit, auch hier am Gaumen, mit schönen Erdbeeren, Himbeeren, Kirsche, Cassis, fast auch Cassis-Saft
Und ein Hauch Feige, finde ich, ein Hauch Feige, macht den Wein unglaublich attraktiv und sehr spannend, sehr, sehr zugänglich, sehr weich. Der Wein ist sehr rund und sehr angenehm zu trinken. Also auf der, jetzt gerade bei so einem wunderbaren Wetter mit einem schönen Sonnenuntergang einfach vor der Tür zu sitzen und ein Glas davon trinken, macht richtig Spaß. Doch, also bin begeistert, bin gespannt, was Sie als Rebsorte als Blindverkostung herausfinden werden. Ich sage nichts. Ja. Also zu messen gibt es auch, wenn ihr wollt. Ich kann auch was dazu, was ganz Tolles machen. Also ich glaube, einen schönen Pellhuhn oder einen Huhn mit einer schönen frischen Feigen und einen schönen Feigenjus mit einem Hauch Pfeffer abgeschmeckt oder einen schönen Rehrücken oder kurze Rehmedaillons mit Preiselbeeren und Birne. Und warum denn nicht was klassisch, was rustikaleres, einen schönen Flammkuchen mit schönen roten Zwiebeln und Thymian dazu, einfach ein Radicchio-Salat noch dazu, einfach glaube ich schön. Aber eins können wir sagen, ne, ab sofort werde ich die Rezepte auch Ihnen auch verraten. Das werden wir dann in unsere kleine Video einbauen. Ne? Genau, also das wird dann alles auch schriftlich, dass ihr es daheim auch einfach noch leichter nachkochen könnt, jetzt wie im Sommer. Kamen auch viele Anfragen, wo darauf abgezielt haben, dass man die Rezepte einfach auch besser nachkochen kann. Und da versuchen wir so ein bisschen drauf einzugehen. Und wie gesagt, wir sind gespannt, was ihr zu dem Wein meint und auch was ihr auf welche Rebsorte ihr tippt. Und die ersten drei richtigen Tipps, sage ich mal, da lassen wir uns auch was einfallen. Gell? Ich wünsche euch viel Spaß damit. Sehr zum Wohl. Gell? Und viel Glück. Okay. Ja, wir haben jetzt unseren 2017er, unser Lemberger Syrah Cuvée im Glas. Lemberger Syrah, ja, sicherlich für unsere Region ein relativ unbekanntes oder seltenes Cuvée, sagen wir es mal so. Lemberger ist natürlich eine klassische Rebsorte hier im Schwäbischen. Der Syrah, sage ich mal, ist noch nicht allzu lange hier heimisch, sage ich mal. Bei uns im Weingut, wir haben die erste Rebe 2002 gepflanzt. Und in unserer ältesten Anlage von damals haben wir auch schon sehr schöne, tolle Weine gemacht als reinsortiger Syrah. Und wenn wir überzeugt sind, dass wir hier vor allem in der Großhebacher in der warmen Lage sehr gute Voraussetzungen haben für das Syrah, haben wir unsere Rebfläche jetzt noch ein bisschen erweitert. In unseren Top-Syrah, in unseren reinsortigen, kommen aber nur die ganz alte Rebe rein. Und die bisschen jüngere, sage ich mal, haben wir jetzt ein rotes Cuvée gemacht, eben aus Lemberger und Syrah, vom Anteil 50-50 eigentlich. Ja. Evangelos, du hast eine offene Flasche. Ja, genau. Also ich finde, also diese Cuvée ist zwar außergewöhnlich, aber die macht auch Sinn, Sven. Also ich glaube, wenn eine Rebsorte zum Syrah passen würde, ich würde den Lemberger aussuchen, weil gerade diese Gewürzkomponente von Syrah und diese pfeffige Note von Lemberger passen sehr gut zueinander. Also das ist eine sehr schöne Einfall von dir. Ich finde, eine geniale Idee, diese zwei tolle Rebsorten zusammen zu verbinden. Also Chapeau. Ja. Also, ja. Ja, wir das Cuvée haben wir sogar schon einige Jahre im Verkauf. Allerdings haben wir es die ersten Jahre nur in Magnum gefüllt. Also der 2013er und auch 2016er Jahrgang gab es nur in der Magnum. Und die Nachfrage war dann doch relativ reichlich, ob es das auch in normale kleine Flasche gibt. Das haben wir jetzt, sage ich mal, mit dem 2017er eigentlich jetzt erfüllt und wollen das eigentlich auch weiterhin, sage ich mal, eigentlich dann regelmäßig Abfüller, ja. Die erste Tropfen fließen ins Glas. Ich kann kaum erwarten. Ja. Ja, also kann vielleicht, bevor der Evangelos was zum Wein sagt, noch ein bisschen was zum Weinberg sagen. Also wir haben jetzt hier, das ist jetzt eine dreijährige Syrah-Anlage, wo wir gerade stehen, wo wir jetzt hier eigentlich direkt in Großhebach über der Lüdebacher Höhe angepflanzt haben. Man sieht es, wenn man so ein bisschen den Wuchs anschaut, die sind jetzt, letztes Jahr war ein relativ trockenes Jahr, sind noch ein bisschen schwach im Wuchs. Die haben wir jetzt dieses Jahr einfach jetzt nochmal auch ein bisschen jetzt den Boden aufgerissen, dass man nächstes Jahr einfach noch ein bisschen die Rebe vitalisiert, dass die einfach noch ein bisschen besser in Wuchs kommen. Gerade die trockenen Sommer, die sind natürlich jetzt auch vor allem für junge Rebe natürlich schon auch anstrengend, was sie aber natürlich auch mittelfristig dazu bewegen soll, ihre Wurzeln einfach ein bisschen in die Tiefe zu treiben. Und daher
wird oben ein bisschen der Boden auch bewegt, dass man ein bisschen mineralisiert und die Wurzel eigentlich dann auch ein bisschen zwingt, nach unten zu gehen. So viel noch ein bisschen was zum Weinberg, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Wein. Ja, also man sieht, also wenn Sie den Wein schon im Glas haben und eingeschenkt haben, so eine tolle Farbe, dunkelrot, schwarz, einen schwarzen Kern, also sehr, sehr schöne Farbe, sehr leuchtend, sehr einladend. Also es sieht schon mal sehr gut aus und auch von der Nase, wenn man kurz hineinriecht, auch da wird man nicht enttäuscht. Also eine unglaubliche, sehr offene Nase, sehr präzise, sehr eindeutig, mit vielen Gewürznoten, da, wie ich schon sagte vorher, viele Gewürze, ganz normal, Zimt, Wacholder, Nelke, Pfeffer, Szechuan-Pfeffer, alle diese Gewürze kommen oft bei solchen Rebsorten vor, hier auch zum Riechen. Und dann haben wir, ich gehe davon aus, der Wein ist in Barrique ausgebaut. Natürlich, ja. Also in, genau. Oder sagen wir es mal so, in 300 Liter Fässer. Wir verwenden genau. Eigentlich bei unseren Rotweinen insgesamt nur 300er Fässer, also ein Tick größer. Die klassische Barrique-Größe ist ja 228. Aber jetzt, ich finde jetzt bei uns in der Gegend, sage ich mal, wo wir eher weltweit gesehen ja schon eher ein bisschen kühleres Klima hier haben und die Weine eigentlich eher auch über schöne Frucht sich definiert und auch schöne frische Fruchtsäurespiel haben, finde ich so große Fässer sind nicht ganz so dominant wie die kleine. Okay. Und die sind jetzt 30 Monate, also 2,5 Jahre, ist ja jetzt ein 17er Jahrgang, wo wir im Glas haben, war aber jetzt sehr lange, ist jetzt erst im Sommer abgefüllt worden. Ja, also sehr, sehr schön und sehr offen und sehr zugänglich schon jetzt. Und wenn man den ganz kurz probiert, sehr präsent, sehr vollmundig, hat eine schöne Struktur, Komplexität, Tiefe, eine sehr schöne Länge und eine Saftigkeit. Mhm. Man würde meinen, vielleicht, ja, bei kräftigeren Weinen, da würde Alkohol zu sehen von der Grund spielen, die Weine wären zu mächtig. Nee, hier haben wir eine wunderbare Eleganz. Mhm. Sehr gut gelungen, den Ausbau im Holz in Tonneau ist sehr gut gelungen. Also man spürt natürlich das Holz, die leichte Vanille, diese Kakao-Schokoladenoten. Auch die kommen auch mit zu den Gewürzen, Brombeer, Cassis, ein Hauchfeige kommen hier dazu. Diese Pfefferigkeit, dieser mineralische Ausdruck, also diese Saftigkeit dadurch, macht den Wein richtig, richtig schön und unglaublich und verführerisch, ein Wein, wo man auch hier Lust und Zeit im Glas hätten. Ja. Sehr schön. Würdest du den noch dekantieren jetzt, vor allem, wenn also man zum Essen aufmacht? Also ich würde sagen, man könnte den Wein dekantieren. Die Tannine sind zwar präsent, aber weich. Der Wein ist für sich schon sehr angenehm. Wenn Sie den nicht dekantieren, dann auf jeden Fall in größere Gläser. Ich würde vorschlagen, in bauchige Gläser mit einem engen Kamin ruhig servieren oder kurz dekantieren davor. Ich glaube nicht, dass dieser Wein jetzt stundenlang dekantieren benötigt, aber eine halbe Stunde wird er mal auf jeden Fall helfen. Also kurz in eine Karaffe. Sie müssen nicht unbedingt eine Dekantierkaraffe, teure Karaffe kaufen, sondern eine schöne Karaffe, eine saubere Karaffe. Einfach einfüllen, eine halbe Stunde stehen und dann in größeren Gläser servieren. Und man müsste ausreichen, um den Wein richtig, richtig Spaß mit diesem Wein haben. Mhm. Ja? Und dann natürlich zum Essen gibt es auch, wenn Sie Lust haben. Man könnte klassisch eine schöne gegrillte Entrecote dazu machen und schöne geschmorte Gewürzzwiebel dazu. Also ganze Zwiebeln im Ofen geschmort mit vielen Gewürzen. Man könnte auch eine gratinierte Ziegenkäse machen mit einer Auberginen-Ragout dazu oder eine schöne Lammkeule hier mit schönen roten Beeten dazu. Das wäre auch mal was anderes. Schöne rote Beeten als Gemüse dazu. Einfach auch sehr, sehr spannend zu diesem Wein, ja? Mhm. Ja, ich denke, da ist genug Auswahl dabei. Ja. Ich denke, da wird er was finden, was man zu dem Fläschle, sage ich mal, Leckeres kochen kann. Wie gesagt, entsprechende Rezepte werden wir auch wieder dazu liefern. Fall, ja. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Wein. Ja. Lasst euch schmecken. Und von unserer Seite aus für sehr Zeit. Zum Wohl. Für die lasst euch schmecken. Ja. Vor uns haben studiert. Einfach die Freude. Gell? Zum Wohle. Ja, sehr zum Wohl. So,
So, hallo zusammen. Wir haben jetzt unseren 2019er Riesling Essenz im Glas. Die Riesling Essenz, du schenkst dir schon mal das erste Stück. Ja, das ist eine Trockenbeerenauslese vom Jahrgang 2019 aus Riesling, sage ich mal, eine der edelsten weißen Sorten überhaupt. Trockenbeerenauslese, da steckt dahinter. Also da haben wir nur eigentlich die ganz komplett einrosinierten Trauben. Ja, also die Qualitätsstufen werden ja eingestuft nach dem Moschgewicht. Ja, ab 95 Grad Äxte ist weingesetzlich eine Auslese, ab 125 eine Beerenauslese und ab 150 Grad Äxte eine Trockenbeerenauslese. Diese Traube hier haben 2019, die haben 158 Grad Äxte gehabt und haben so gesehen quasi eigentlich jetzt eine schöne Trockenbeerenauslese, sehr konzentriert. Und da muss man wirklich eigentlich alle Beeren einzeln auslesen. Und 2019 hatten wir da aber Gott sei Dank von Natur aus sehr gute Voraussetzungen gehabt für solche Süßweine. Und da sind wir eigentlich sehr stolz, dass wir da ein sehr schönes Ergebnis gekriegt haben. Was meinst du zu dem Wein? Ja, also der Wein ist eine man sagt das so, eine Granate, eine Wahnsinnswein. Ich bin froh, den auch vorzustellen. Allein von der Farbe goldgelb, sehr konzentriert schon, farbig, strahlend. Eine tolle, sehr einladende Farbe, sehr brillant auch in der Nase. Und eine eindeutige Note von Quitte, finde ich, sehr viel Quitte. Dann sehr viele Aprikose, Zitrusfrüchte, Karamell, Honig, Zitrusfrüchte, Limettenschale, buttrig, nussig, Mandeln. Also dieser Wein, man könnte den ganzen Namen hineinriechen und vergessen zu trinken. Also er macht richtig Spaß und beeindruckt schon in der Nase mit einer tollen Brillanz. Und das sind die Fässer bzw. den Tank, wo er gereift ist? Ja, also leider nur das untere. Also das untere. Desto größer die Weine, desto kleiner die Tanks. Aber von der Trockenbeerenauslese ist das trotzdem eigentlich eine schöne Menge, sage ich mal. Ja. Also oftmals werden von solchen Weinen auch nur kleine Glasballons mit 25 oder 50 Liter gekeltert. Wir haben knappe 300 ernten dürfen. Super. Und das ist schon so ein Wein. Schon eine sehr, sehr schöne Menge und wo man eigentlich auch die nächsten Jahre dran hat. Und das ist natürlich auch ein Wein, den kann man nicht jedes Jahr produzieren. Ja. Und man kann ihn extrem lange lagern. Ja, also wenn man gerade was von Geburtsjahrgang aufheben will, eignet sich entweder halt schwere Rotweine, aber eigentlich fast noch besser edelsüße Weine. Und gerade so ein Riesling ist einfach auch, weil er schönes Säure hat, sich natürlich auch hohe Restzucker einfach so auf, also wirklich sehr, sehr lange, über Jahrzehnte gut lagern lässt. Apropos Restzucker, wie viel hat der eigentlich? Der hat 214 Gramm Restzucker. Wahnsinn, ne? Also, ich ziehe immer meinen Hut von allen Winzern, die auch Trockenbeerenauslese in Eiswein produzieren, weil es bedeutet, wenn man das richtig macht, unglaublich viel Arbeit, Geduld, Risikobereitschaft, weil da entsteht auch natürlich dadurch auch viel Risiko. Es kann alles kaputt gehen und es kann alles verfaulen in die falsche Richtung. Und deshalb ich bin immer froh und ich glaube, solche Getränke sind fast göttlich und auch, wie der Sven schon erklärte, Weine, die man zwar, dieser Wein ist zwar lecker jetzt schon zum Trinken, aber man könnte diese Weine nach 20, 30 Jahren sicherlich aufheben. Er wird sich natürlich verändern in seiner Fruchtigkeit, in seiner Art, aber er wird sicherlich noch unglaublich spannend und interessant. Deshalb ist es sicherlich eine gute Investition, finde ich. Ja. Ja, also ich denke, wir mit dem Weinsauber haben wir jetzt auch wirklich ein sehr schönes Ergebnis gekriegt. Ja. Jetzt in der aktuellen Weinverkostung haben wir jetzt im Falstaff 94 Punkte gekriegt. Super. Und die Punktzahlen sind natürlich auch, drücken natürlich einfach auch ein bisschen auch einfach die Langlebigkeit aus. Ja, ein Wein, wo einfach sich, sage ich mal, lang hält, ist einfach auch, kriegt einfach auch mehr Punkte wie einer, wo jetzt eher, sage ich mal, nur für die nächsten Jahre gemacht ist. Ja, ja. Und hat uns sehr gefreut, dass wir da wirklich sehr schöne Bewertungen gekriegt haben für den Wein. Und wie gesagt, an dem wird man noch sehr lange Spaß haben und kann sich es auch gut aufheben. Und gerade ich empfehle, wenn man mal was für einen Geburtstag aufhebt,
empfehle ich eigentlich gerne auch so einen Süßwein. Ja. Weil wenn man es dann entweder an der Konfirmation oder am 18. Geburtstag aufmacht, für denjenigen, wo das Fläschchen leer ist, der kann in dem Alter dann mit so einem Süßwein auch mehr anfangen, wie mit einem schweren Rotwein. Ja. Das ist oft, sage ich mal, in dem Alter trinkt man sowas natürlich gerne, wie jetzt ein ganz schwerer Rotwein mit viel Tannine. Ja. Und also deswegen finde ich das eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Das stößt man halt beides auf, ja. Da haben die Erwachsene was. Aber sage ich mal, für der Jugendliche oder junge Erwachsene ist dann oft sowas, haben wir Erfahrungen, dass die dann an sowas mehr Spaß haben in jungen Jahren. Ich habe den Wein auch gerade probiert, also auch am Gaumen, ja, was soll ich sagen, ein Wein zu Niederknien, finde ich, ein Wein, der durch seine Brillanz, zwar seine Süße, seine Konzentration natürlich den Gaumen richtig fordert, aber dann kommt diese schöne Säure, diese schöne Frische, diese schöne Brillanz und macht den Wein unglaublich saftig und elegant. Ja, die Quitte, Orangenschale, Aprikose, Marmelade, Zitrusfrüchte, ein bisschen Mandel, Nussigkeit, Butterigkeit, Karamell, Honig, alles wiederholt sich auch am Gaumen. Ein Wein, der unendlich am Gaumen bleibt. Ich wollte schon kleben, bleibt aber nicht, weil es ist deshalb, weil er so schön ist. Er macht nicht satt, sondern im Gegenteil. Also ein Fläschle kann man ruhig zu zweit trinken, finde ich. Zu was? Ich würde sagen, klassisch könnte man diese Flasche trinken zu meiner klassischen Gänseliberterrine, würde ich sagen, ja, mit der schönen Quitte dazu und eine schöne hausgemachte Brioche. Aber auch natürlich klassisch auch zu dem Dessert. Eine klassische Tarte Tatin, würde ich sagen. Eine wunderschöne karamellisierte Apfeltarte. Oder eine, wenn man das nicht so karamellisiert möchte, vielleicht eine weiße Schokoladenmousse oder Törtchen mit schönen Gewürzorangen dazu. Also auch sehr, sehr spannend. Kann mir sehr gut vorstellen. Wiederum bekommen Sie auch von uns auch die Rezepte dafür. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Sie auch diesen Wein dazu sehr genießen werden. Ich bin dafür Gänseliberterrine und Tatatin. Also, es fehlt nur den Hauptgang. Also, ich finde viel Spaß mit diesem Wein. Ein Wein, wie gesagt, den man jeder haben soll. Und, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja. Kocht was Leckeres dazu und lasst es euch schmecken. Ja. Sehr zum Wohl. Zum Wohl.